Alle Jahre wieder öffnet mit der ECMA in Mailand die bedeutendste Motorradmesse Europas ihre Pforten. Termin im heurigen Jahr 2018 ist der 7. bis 11. November. Kymco zeigte in Mailand seine bereits auf der Intermod in Köln präsentierte aufgefrischte MXU 700, die zwar als Zweisitzer daherkommt, am Heck allerdings keinen tourentauglichen Gepäckträger bietet. Die Mexa 300 fehlte am Kymco-Stand in Mailand. Dafür zeigte der taiwanesische Hersteller seine MXU 300 mit europaweit gültiger Straßenzulassung. Aufgefallen auf dem Kymco-Stand ist nicht zuletzt ein Dreiradroller, mit dem jetzt auch die Taiwanesen in ein Segment einsteigen, das Piaggio mit seinem MP3 beherrscht. Von CF Moto sind wir ein Feuerwerk an neuen Modellen auf der ECMA bereits gewohnt und das ist auch im heurigen Jahr 2018 nicht anders. Das Side-by-Side Z10, für dessen spektakuläres Design kein geringerer als das KTM-Studio Kiska verantwortlich zeichnet, ist mittlerweile serienreif. Seine Markteinführung steht für das kommende Jahr zu erwarten. Während wir die C-Force 1000 bereits auf dem KSR-Stand auf der Intermod gesehen haben, stand in Mailand mit der C-Force 600 ein neues Volumenmodell im Mittelpunkt. Und das macht einen richtig guten Eindruck. Allerdings erwarten wir die Markteinführung des Mittelklasse-ATVs nicht vor Ende 2019, eher wird es wohl Frühjahr 2020. Ein Fahrzeug fehlte allerdings auf dem CF-Moto-Stand in Mailand, und zwar das neue UTV des chinesischen Herstellers. Die rundum erneuerte U-Force 1000 fährt bereits und dürfte im Sommer 2019 auf unseren Markt kommen. Neu bei Access ist, dass der Turbolader endlich fertig ist. Das heißt, Access ist jetzt der einzige Hersteller, der ein Einzylinder-Triebwerk mit Turbolader anbietet. Das Ganze leistet 90 PS, hat Premiere hier im Side-by-Side. Das Einzylinder-Triebwerk ist 800 Kubik groß und der Turbolader befindet sich natürlich gleich neben dem Triebwerk. Das Fahrzeug wiegt 755 Kubik, hat einen Einzylindermotor mit 781 Kubik, wird nach T1B als Traktor zugelassen, hat damit einen Topspeed von 90 km/h. Und die Leistung des Triebwerks beziffert der Hersteller auf rund 90 PS. Doch damit nicht genug. Neu bei Access sind auch zwei Elektrofahrzeuge. Einmal ein Quad und einmal ein ATV. Die Stromer fahren 45 km/h schnell, haben eine Reichweite von etwa 80 Kilometer, wenn man die Lithium-Ionen-Batterien verwendet, mit Bleisäure rund 60 Kilometer. Die Batterie liegt da, wo man normalerweise den Motor vermuten würde. Und der Clou an der Geschichte, die Batterie ist nämlich ziemlich schwer, ist hier eine Seilwinde, die so gebaut ist, dass man die Batterie damit ablassen kann, wenn man sie wechseln möchte. Das kann man also auch ganz alleine machen, da braucht man keinen Mechaniker dafür.
Statt Tankeinfüllstutzen gibt es eine große Plastikblende. Konnektivität für Geräte aller Art ist vorhanden und hier gibt es den Stromanschluss, an dem das Ganze geladen werden kann. Neu bei Access ist zu guter Letzt auch ein neues Dekor und ein neuer Name für die ATVs. Shade Extreme 850 heißt das Ganze jetzt. Wann das ATV mit dem 800 Kubikmotor mit Turbolader ausgerüstet wird, das weiß allein Importeur Michael Leb. Gerade noch hatten wir in ATV und Quad Magazin die Crossland 600 als Top-ATV des taiwanesischen Herstellers Aeon getestet und festgestellt, dass eine vierte Bremsscheibe ebenso fehlt wie ein Hinterachsdifferential. Und schon sehen wir eine 600er auf dem EGMA-Stand von Aeon, die genau mit diesen Features ausgestattet ist und sich damit in ganz Europa für die Straße zulassen lässt. Neue Dimensionen standen auf dem CST-Stand in Mailand im Fokus, wobei sich der große Offroad-Reifenhersteller vor allem auf die Side-by-Sides konzentriert. Ein umfassendes Zubehörprogramm für ATVs und Side-by-Sides zeigte der tschechische Großhändler und Importeur ASP auf der EGMA in Mailand. Bislang in Deutschland kaum bemerkbar, dürfte vor allem die Eigenmarke Shark auf unserem Markt beste Aussichten haben. Im Fokus bei Yamaha das 2019er Limited-Modell der Kodiaq 700 in mattblau sowie der YXZ1000R, für den mittlerweile ein Turbo-Kit erhältlich ist, mit welchem das Supersport Side-by-Side rund 180 PS leistet. Ein elektrisch betriebenes Fahrzeug für den Einsatz in Innenstädten und auf Golfplätzen bietet der italienische Hersteller Electricars. Der Flitzer kommt mit L7E-Zulassung und 45 km/h Topspeed daher. Seine Reichweite beträgt rund 80 km. Böse Zungen haben ja einmal behauptet, dass sich die altgreisen Harley-Fahrer, die ihre Harley nicht mehr halten konnten, einen Can-Am Spyder gekauft haben. Jetzt ist das nicht mehr nötig. Mit seinem Trike bietet der amerikanische Hersteller für rund 31.000 Euro ein Freizeitfahrzeug, das im Stand nicht umfallen kann. Insgesamt ist und bleibt die EGMA natürlich eine Motorrad- und Rollermesse. Die Möglichkeit, auf dieser Messe den ATV-, Quad- und Side-by-Side-Kunden zu begegnen, haben in aller Konsequenz im heurigen Jahr 2018 nur Access, Aeon und CF Moto genutzt. Kymco und Yamaha zeigten immerhin Flagge im Krabbelzeugbereich. Allerdings waren bereits die präsentierten 2019er Modelle hochinteressant und ein umfassendes Zubehörprogramm, das bei uns noch weitgehend unbekannt ist, ließen uns mit vielen wertvollen Infos in die Heimat zurückkehren. Einen umfassenden Bericht über die Neuigkeiten auf der diesjährigen EGMA gibt es in der nächsten Ausgabe ATV und Quad Magazin 2018 11/12
Anfang Dezember am Kiosk.